Mein guter, lieber Wegeler, wie sehr danke ich dir für dein Andenken an mich. Du bleibst immer der treue, gute, biedere Freund. So viel will ich euch sagen, dass ihr mich nur recht groß wiedersehen werdet. Nicht als Künstler sollt ihr mich größer, sondern auch als Mensch sollt ihr mich besser, vollkommener finden. Meine Kompositionen tragen mir viel ein und ich kann sagen, dass ich mehr Bestellungen habe, als es fast möglich ist, dass ich machen kann. Nur hat der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen. Nämlich, mein Gehör ist seit 3 Jahren immer schwächer geworden. Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu. Seit 2 Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil es mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Hätte ich irgendein anderes Fach, so ging's noch eher, aber in meinem Fach ist das ein schrecklicher Zustand. Ich habe schon oft den Schöpfer und mein Dasein verflucht. Ich will, wenn's anders möglich ist, meinem Schicksal trotzen. Ich bitte dich, von diesem meinem Zustand niemandem etwas zu sagen. Als er diese Zeilen im Juni 1801 schreibt, ist Beethoven 30 Jahre alt und wohnt seit fast 10 Jahren in Wien. Der Mann, dem er sein schmerzvolles Geheimnis anvertraut, heißt Franz Gerhard Wegeler, ein enger Freund, dem er einen Großteil seiner Korrespondenz von über 2000 Briefen widmete. Sie zeichnen ein sehr privates Bild des Komponisten und zeugen von einem Leben voller Leidenschaft, Genialität, aber auch Tragik, geprägt von einer enormen schöpferischen Kraft. Der wir einige der größten musikalischen Werke unserer Zeit zu verdanken haben. Beethoven wird am 15. Dezember 1770 in Bonn als Kind einer Musikerfamilie geboren. Sein Großvater war Hofkapellmeister und sein Vater Sänger. Sein Vater ist es auch, der ihn mit gerade einmal 5 Jahren an die Musik heranführt. Hier hatte man sich außer dem Gehalt des Vaters keines Erwerbszweigs zu erfreuen. Mithin fand überall Beschränkung statt. Daher die Strenge des Vaters, um sich mit dem ältesten Sohne bald eine Hilfe zur Erziehung der übrigen zu bilden. Unter vielen Tränen machte der kleine Ludwig oft seine Übungen, zu welchen der Vater mit Härte ihn anhielt. Beethoven wurde quasi in seinen Beruf hineingeboren. Er stammte aus einem musikalischen Umfeld, das sehr aktiv war. Als er ca. 10 Jahre alt war, beendete er die Schule, denn die Kinder seiner Familie waren als Musiker für den kurfürstlichen Hof bestimmt. Johann Beethoven, der sich des außerordentlichen Talents seines Sohnes bewusst ist, gibt Ludwig schon bald in die Obhut anderer Lehrer. Mit 12 Jahren trifft er auf den Meister Christian Gottlob Neefe. Es gibt ein Zeugnis, in dem Neefe sagt: Es gibt da einen jungen Mann in Bonn, dem ich Klavier- und Kompositionsunterricht gebe. Und der ist sehr vielversprechend. Das wird der nächste Mozart, wenn er nur unterstützt wird. Das war sein Appell an das Mäzenatentum. Beethoven spricht ihm in einem seiner ersten Briefe seinen Dank aus. Ich danke Ihnen für Ihren Rat, den Sie mir sehr oft bei dem Weiterkommen in meiner göttlichen Kunst erteilten. Werde ich einst ein großer Mann, so haben auch Sie Teil daran. 1782 lernt er auch Wegeler kennen, sowie die Familie Breuning. Sie sollten großen Einfluss auf die künstlerische und intellektuelle Entwicklung des jungen Beethoven haben. Franz Wegeler, der 5 Jahre älter war als Beethoven, hat ihn mit bürgerlichen und adligen Familien bekannt gemacht, damit er ihren Kindern Unterricht gibt. Diese Kinder waren ungefähr genauso alt wie Beethoven. In diesem Hause herrschte ein ungezwungener, gebildeter Ton. Beethoven wurde bald als Kind des Hauses behandelt.
Er brachte nicht nur den größten Teil des Tages, sondern selbst manche Nacht dort zu. Hier fühlte er sich frei. Bei den Bräunings findet Ludwig Wärme und Trost, als er mit 17 Jahren seine Mutter verliert. Sie war mir eine so gute, liebenswürdige Mutter. Meine beste Freundin. Oh, wer war glücklicher als ich, da ich noch den süßen Namen Mutter aussprechen konnte? Und er wurde gehört. Und wem kann ich ihn jetzt sagen? Den stummen, ihr ähnlichen Bildern, die mir meine Einbildungskraft zusammensetzt? Im Hause Bräuning begegnet er auch Denkern und Intellektuellen. Bonn war ein ausgesprochen aufgeklärter Hof. Und hier konnte man Schriften lesen und diskutieren, die an anderen Orten verboten waren oder nicht zugänglich waren. Beethoven hatte also die Möglichkeit, sehr viele Ideen auch der Französischen Revolution und der Aufklärung hier in Bonn zu bekommen. Aber vor allem lernte er die Freimaurerei kennen, die die Befreiung der Menschheit mit allen neuesten Erkenntnissen in diesem Feld propagierte. Von Beginn an war Beethoven von der Idee angetan, die Tyrannen zu entmachten, um frei werden zu können. Beethoven ist 20 Jahre alt, als Joseph II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, in Österreich stirbt. Er schreibt eine Kantate zu seinen Ehren. Der große Komponist Joseph Haydn wird auf ihn aufmerksam und lädt ihn ein, in Wien zu studieren. Am 2. November 1792 verlässt Beethoven Bonn und zieht nach Wien. In Wien ist die Musik allgegenwärtig, auch wenn sie dort viel mehr der Unterhaltung dient. Der Kontrast ist groß zwischen der intellektuell revolutionären Atmosphäre in seiner Heimatstadt und der Leichtigkeit in Österreichs Hauptstadt. Hier hat man verschiedene Leute von Bedeutung eingezogen. Man sagt, es hätte eine Revolution ausbrechen sollen. Aber ich glaube, solange der Österreicher noch Brauns Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht. Beethoven geht bei dem Mann in die Lehre, den er liebevoll Papa Haydn nennt. Joseph Haydn erkennt sofort Beethovens Talent und schwärmt. Sie werden Gedanken haben, die man noch nicht gehabt. Sie werden nie einer tyrannischen Regel einen schönen Gedanken opfern. Aber ihren Launen werden sie die Regeln zum Opfer bringen. Denn sie machen mir den Eindruck eines Mannes, der mehrere Köpfe, mehrere Herzen, mehrere Seelen hat. Auch Beethoven huldigt seinem Meister. Als ich meine ersten Manuskripte ansah, habe ich mich gefragt, ob ich nicht toll war, in ein einziges Stück zu bringen, was dazu hinreichte, 20 Stücke zu komponieren. Ich habe diese Manuskripte verbrannt. Und ich würde bei meinem ersten Auftreten als Komponist viele Torheiten begangen haben, ohne die guten Ratschläge von Papa Haydn. Den Einfluss von Haydn erkennt man ganz klar im ersten Satz in Beethovens Sonate Nummer 2. Der zweite Satz aber hört sich an, als wäre er 50 Jahre später komponiert worden. Er besitzt eine enorme Tiefe, die Akzeptanz einer extremen Langsamkeit, ohne die man das nicht spielen kann. Und in der Notierung und dem Pianissimo
Im musikalischen Konzept ist Beethoven seiner Zeit ein halbes Jahrhundert voraus, wie es weder Haydn noch Mozart hätten komponieren können. Und die pianistische Virtuosität wurde später für Beethoven typisch. Als Beethoven 1795 seine Ausbildung beendet, macht er sich zunächst einen Ruf als Klaviervirtuose mit pianistischen Duellen. Er verstand es, einen solchen Eindruck auf jeden Hörer hervorzubringen, dass häufig kein Auge trocken blieb, während manche in lautes Schluchzen ausbrachen. In der Sonate Nummer 3, Opus 2, Nummer 3 in C-Dur, sehen wir zum Beispiel eine unglaubliche Virtuosität. Er war zweifelsohne ein einzigartiger Virtuose. Ganz viele andere Zeugnisse deuten darauf hin, dass Beethoven ein ganz ausgezeichneter Pianist war, der leider dann aufgrund seiner Gehörprobleme nicht mehr selbst als Pianist in der Welt auftreten kann. Das heißt also, er dachte zunächst an eine Karriere als reisender Virtuose, wie das vor ihm und neben ihm andere auch gemacht haben. Seine Komponistenkarriere nimmt ebenfalls Form an. Mit 25 Jahren geht er auf große Europatournee. Aus Prag schreibt er seinem Bruder Johann: Lieber Bruder, nun, dass du doch wenigstens nur weißt, wo ich bin und was ich mache, muss ich dir doch schreiben. Fürs Erste geht mir's gut, recht gut. Meine Kunst erwirbt mir Freunde und Achtung, was will ich mehr? Auch Geld werde ich diesmal ziemlich bekommen. Ich hoffe, dass dir dein Aufenthalt in Wien immer besser gefallen wird. Nimm dich nur in Acht vor der ganzen Zunft der schlechten Weiber. Wieder zu Hause verschlechtert sich die Gesundheit Beethovens. Seine Lebensweise ist auch nicht gerade förderlich. Gerhard von Breuning will gesehen haben, wie der Komponist nach Stunden am Schreibtisch seinen erhitzten Kopf mit Wasserkannen abzukühlen versuchte und dann nach draußen ging. Aber Beethoven ist ein Kämpfer und notiert Anfang des Jahres 1797 in seinem Tagebuch: Mut, auch bei allen Schwächen des Körpers soll doch mein Geist herrschen. 25 Jahre, sie sind da. Dieses Jahr muss den völligen Mann entscheiden. Nichts muss übrig bleiben. Im Jahr 1800 komponiert er seine erste Symphonie und vollendet die ersten 6 Streichquartette, sein Opus 18. Neben den Klaviersonaten die bedeutendsten Werke des jungen Beethoven. Die Quartette Opus 18 sprechen alle eine klassische Sprache zwischen Haydn und Mozart, nur verrückter und ideenreicher. Er hatte offensichtlich Freude daran, die großen Säulen der Klassik zu verschieben, wie es etwas später die Malerei tat. Er sagt damit: Das ist meine Methode. So schreibe ich. Keine langen Sätze, die ihr nach dem Konzert vor euch hinträllern könnt, während ihr mich ein Genie der Melodie nennt, wie Mozart oder Mendelssohn. Ich biete euch keine galante Kunst mit Verbeugung an. Seine Persönlichkeit macht sich in seinen Werken bemerkbar und nimmt viel Raum in Anspruch. Man fühlt, dass er ein sehr starkes Temperament hatte. Eigen, impulsiv. Man fühlt sich ständig zwischen den Extremen hin und her gerissen. Die Intensität der Energie und dann wieder die intensive Trostlosigkeit oder Vertrautheit. Beethovens berufliche Situation hat Fundament.
Und die Rente, die er von Fürst Lichnowsky erhält, verschafft ihm einen gewissen Komfort. Doch im Sommer 1801 vertraut er seinem engen Freund Franz Wegeler ein für ihn sehr belastendes Geheimnis an. Er ist dabei zu ertauben. Wie oft wünsche ich dich bei mir, denn dein Beethoven lebt sehr unglücklich. Wisse, dass mir der edelste Teil, mein Gehör, sehr abgenommen hat. Schon damals, als du noch bei mir warst, fühlte ich davon Spuren und ich verschwieg's. Nun ist es immer ärger geworden. Oh, wie glücklich wäre ich jetzt, wenn ich mein vollkommenes Gehör hätte. Dann eilte ich zu dir, aber so, von alles muss ich zurückbleiben. Du kannst es kaum glauben, wie öde, wie traurig ich mein Leben seit 2 Jahren zugebracht. Wie ein Gespenst ist mir mein schwaches Gehör überall erschienen. Und ich flohe die Menschen. Beethoven hat bereits 1801, 1802 gemerkt, dass mit seinem Ohr etwas nicht stimmt. Er hatte immer irgendwelche Ohrgeräusche, wir nennen das heute Tinnitus. Es war also eine ausgesprochen schwierige Situation für ihn zu begreifen, dass er als reisender Virtuose, als Pianist nicht mehr arbeiten konnte, dass er auch nicht mehr dirigieren konnte. Das ist dann vielleicht der Moment, wo Beethoven begreift, er muss professioneller Komponist werden, also vom Komponieren allein leben und vom Verkaufen seiner Werke und nicht als Musiker, wie das in der Zeit üblich war. Ich habe schon oft den Schöpfer und mein Dasein verflucht. Ich will, wenn es anders möglich ist, meinem Schicksal trotzen. Er sagt, dass sein Geist triumphieren wird, egal welche Schwächen sein Körper hervorbringt. Und er beißt sich durch, weil er spürt, dass er jemand ist, der außergewöhnliche Werke schaffen kann. Er versteht sich in einer heldenhaften Position. Er sieht sich als eine Art Held, der seinen Mitbürgern etwas Neues bieten kann und dessen Aufgabe es ist, andere mitzureißen. Beethoven gelingt es, seine Leiden zu überwinden und seine Kräfte kehren zurück, wie er in einem Brief an seinen Freund Wegeler 5 Monate später, am 16. November 1801, schreibt. Meine körperliche Kraft nimmt seit einiger Zeit mehr als jemals zu und so meine Geisteskräfte. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Diese Veränderung hat ein liebes, zauberisches Mädchen hervorgebracht, die mich liebt und die ich liebe. Sie heißt Giulietta Guicciardi. Ihr widmet er die Sonate Nummer 14, Opus 27, Nummer 2, seine Mondscheinsonate. Es sind seit 2 Jahren wieder einige selige Augenblicke und es ist das erste Mal, dass ich fühle, dass Heiraten glücklich machen könnte. Leider ist sie nicht von meinem Stande. Und jetzt könnte ich nun freilich nicht heiraten. Ich glaube, wenn wir heute Beethoven als den großen Komponisten sehen in unserer heutigen Zeit, dann vergessen wir leicht, wie groß die Grenzen zwischen den Ständen in der damaligen Zeit waren und dass es für Beethoven natürlich überhaupt nicht in Frage kommen konnte, eine Adelige zu heiraten oder ein Verhältnis zu haben. Beethoven ist 30 und macht eine musikalische Kehrtwende. Ich bin mit meinen bisherigen Arbeiten nicht zufrieden. Von nun an will ich einen anderen Weg beschreiten. Kurz darauf erscheinen die Sonaten des Opus 31. Sie markieren eine wichtige Etappe in seinen Werken. Er experimentiert darin mit Strukturen, Zeiten und Tönen. Man kann in diesen Sonaten wie in einem Tagebuch lesen, weil er diese Sonaten für Klavier und Streicher sein ganzes Leben verfasst hat. Angefangen in seinen jungen Jahren bis zu seinem Lebensende. Im Mai 1802 zieht Beethoven auf ärztlichen Rat in den kleinen Kurort Heiligenstadt. Dort verfasst er das an seine Brüder adressierte Heiligenstädter Testament. Nach dem Sommer in Heiligenstadt wurde er sich bewusst, dass seine Taubheit nicht mehr besser werden würde.
Das war sehr, sehr hart, ein enormer Schlag. Und um mit diesem grauenvollen Befund klarzukommen, schrieb er einen Text, der sich, wenn man so will, an die gesamte Menschheit richtete, nicht nur an seine beiden Brüder. In diesem Testament gibt Beethoven ein ganz besonderes Bild ab. Ich würde fast sagen, ein doloristisches. Für meine Brüder Karl und Johann Beethoven. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig oder misanthropisch haltet und erkläret, wie Unrecht tut ihr mir! Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens. Aber bedenket nur, dass seit Jahren ein heilloser Zustand mich befallen. Mit einem feurigen, lebhaften Temperament geboren, selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, musste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen. Und doch war es mir dann noch nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte. Aber welche Demütigung, wenn jemand neben mir stand und von weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Beethoven gedacht haben muss, als ihm langsam klar wurde, dass er sein Gehör verlieren wird. Ich stelle ihn mir vor, wie er da sitzt, sich bewusst macht, dass er nichts hört und sein inneres Ohr sucht. Das ist die größte Schwierigkeit für einen Dirigenten. Bevor er den Stab für die erste Note eines Orchesterwerks erhebt, muss er sie schon mit seinem inneren Ohr gehört haben. Das innere Ohr eines Dirigenten steht also immer im Missverhältnis zum Äußeren. Die Beziehung eines Tauben zu seinem inneren Ohr ist anders als die von jemandem, der nicht taub ist. Es gibt keinen Konflikt. Er hört nur das, was er sich vorstellt. Er hört ausschließlich mit dem inneren Ohr. Das ist ein Aspekt, der mich immer wieder fasziniert. Nach der Krise von Heiligenstadt kehrt Beethoven nach Wien zurück und verschweigt das Drama, das er lebt. Kein Wort über seinen Zustand oder sein Leid. Seine Freunde beschreiben einen lebensfrohen und humorvollen Mann, der oft sarkastisch, gar satirisch ist. Es folgt eine intensive Arbeitsphase, die mit der dritten Sinfonie endet. Das Werk trägt den Beinamen Sinfonie Bonaparte. Denn Beethoven sieht in Napoleon den Helden, der Europa vom Feudalismus befreit. Als er aber hört, dass Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hat, ändert er seine Meinung. Ist er auch nichts anderes wie ein gewöhnlicher Mensch? Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz erfrönen. Er wird ein Tyrann werden. Die Sinfonie Bonaparte wird in Sinfonia Eroica umgetauft. Das heldenhafte Werk ist in mehrfacher Hinsicht revolutionär. Seine Länge ist bis dahin in der sinfonischen Musik unübertroffen, ebenso der Aufbau und seine Entwicklungen. Mit 35 Jahren verliebt sich Beethoven erneut. Das Objekt seiner Begierde ist eine alte Freundin, Josephine Brunswick. Die Gefühle werden von der jungen Frau erwidert. Ihre Familie jedoch stellt sich gegen ihre Beziehung. Sie waren füreinander geboren und lebten beide noch, hätten sie sich vereint, schreibt später Josephines Schwester Therese. Sie waren so traurig gestern, liebe Josephine. Kann ich denn gar nichts auf sie wirken? Da sie ja doch so sehr auf mich wirken, mich so glücklich machen. Überlassen Sie sich doch ja so sehr nicht Ihrem Hange zur Traurigkeit. Wie wehe tut mir es, Sie so zu sehen. Leben Sie wohl, Engel meines Herzens.
Josephine ist eine der möglichen Adressatinnen des berühmten Brief an die unsterbliche Geliebte, der, wie auch das Heiligenstädter Testament, nach dem Tod des Komponisten aufgefunden wurde. Zahlreiche Theorien reihen sich darum, wem dieser leidenschaftliche Brief galt. Aber das Mysterium bleibt. Mein Engel, mein Alles, mein Ich. Kann unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen? Die Liebe fordert alles und ganz mit Recht. So ist es mir mit dir, dir mit mir. Wie du mich auch liebst, stärker liebe ich dich doch. Schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir, meine unsterbliche Geliebte. Leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht. Nie eine andere kann mein Herz besitzen, nie, nie. Deine Liebe macht mich zum Glücklichsten und zum Unglücklichsten zugleich. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Beethoven war immer in einer Liebesbeziehung. Und er hatte eine Verführungsgabe, um die ihn jeder Adonis beneidet hätte. In Josephine war er aber tatsächlich verliebt und sie auch in ihn, wie aus Briefen hervorgeht. Sie distanzierte sich aber von ihm und das setzte ihm sehr zu. So stürzt sich der Komponist wieder in die Arbeit. Er notiert: Kein Geheimnis sei da nicht hören mehr, auch bei der Kunst. Er komponiert einige seiner größten Werke, wie die Sonate Appassionata oder die dem Grafen Rasumowski gewidmeten Streichquartette Opus 59. Die innovativen Stücke werden damals kaum verstanden. Diese Werke bringen die Instrumentalisten an ihre Grenzen. Die Fuge, das Finale von Rasumowski Nummer 3, ist ganz schön schwierig. So schnell zu beginnen, so virtuos und dann noch gemeinsam im Quartett. Zur Zeit von Rasumowski war sein Motto: Ich habe vor nichts mehr Angst. Ich bin kurz davor, taub zu werden. Vielleicht stehe ich schon am Ende meiner Karriere, also experimentiere ich jetzt einfach mal. Und er schreibt diesen langsamen Satz, Opus 59 Nummer 1, nachdem man, wenn man so etwas gehört hat, den Eindruck hat, dass die Symphonien von Bruckner gar nicht mehr so bedeutend sind. Das ist so dermaßen romantisch. Diese absteigende Quinte und dann endet dieser langsame Satz wie eine Seele, die davonfliegt. Es löst sich auf, weil nichts mehr zu sagen ist. Das ist eigentlich der Moment, in dem seine Musik am präsentesten und lebendigsten ist und am meisten Luft hat. Mit einem Komponisten in den besten Jahren, er scheint viel zu groß für die Welt zu sein.
Beethoven ist schon in der Romantik, in der russischen Seele. Dieser Ton ist unglaublich. Er komponiert ultralebendige Musik. Für mich die innovativsten Quartette. 1806 bricht er mit seinem wichtigsten Mäzen, Fürst Lichnowsky, als der ihn auffordert, französische Offiziere am Klavier zu unterhalten. Er ist empört, wie ein Lakai behandelt zu werden, und verlässt den Saal. In seinem Brief an den Fürsten nimmt er kein Blatt vor den Mund. Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt's nur einen. Er war kein Mensch, der sozusagen zu Diensten war oder zu Diensten sein wollte. Das heißt also, dass er die Standesunterschiede auch nicht akzeptiert hat. Ich glaube, er war ein sehr selbstbewusster Mensch. Er wusste sehr wohl, was er wert war und was er konnte. Und das zeigt sich auch in seinem Verhältnis zu Adeligen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Beethoven konnte sich das leisten. Beethoven war ein so berühmter Komponist und alle wussten, was er wert war, dass er vielleicht Dinge tun konnte, bei denen jeder andere rausgeflogen und nie wieder eingeladen worden wäre. Nach Streitigkeiten mit mehreren Gönnern plant Beethoven, Wien zu verlassen. Zuvor aber möchte er ein letztes Mal seine Schaffenskraft demonstrieren. Am 22. Dezember 1808 spielt er unter freiem Himmel das Klavierkonzert Nummer 4 und dirigiert die 5. Sinfonie und die 6., die Pastorale. Die Pastorale ist keine Malerei, sondern spiegelt meine Empfindungen, welche der Genuss des Landes im Menschen hervorbringt. Wie froh bin ich, einmal in Gebüschen, Wäldern, unter Bäumen, Kräutern, Felsen wandeln zu können. Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich. . 1815 verliert Beethoven seinen geliebten Bruder Karl. Dieser hat ihn vor seinem Tod als Mitvormund seines kleinen Sohnes Karl eingesetzt, gemeinsam mit der Mutter des Kindes. Beethoven kann seine Schwägerin Johanna aber nicht leiden. Für ihn ist sie die Königin der Nacht. Es folgen 5 Jahre Kampf um das Sorgerecht. Denn Beethoven vergöttert seinen Neffen, unterschreibt die an ihn adressierten Briefe mit »Dein Vater«. Karl betrachtest du als dein eigenes Kind. Alle Schwätzerei, alle Kleinigkeiten achte nicht über diesen heiligen Zweck. Hart ist der Zustand jetzt für dich. Doch der droben, oh, er ist... Ohne ihn ist nichts. Den Sommer 1818 verbringt Beethoven mit Karl zum ersten Mal in Mödling in der Nähe von Wien. So wandle ich hier mit einem Stück Notenpapier in Bergen, Klüften und Tälern umher und schmiere manches um des Brots und Geldes willen, das, um einige Zeit für ein großes Werk zu gewinnen, ich immer vorher so viel schmieren muss, dass ich es aushalte bei einem großen Werk. Diese Schmierereien sind die Anfänge des Opus 106, Beethovens monumentale Hammerklaviersonate. Die Hammerklaviersonate ist und bleibt einzigartig wegen ihrer Länge, wegen ihrer Wucht, wegen ihrer Ruhe, wegen ihrer Tiefe. Sie ist ein Universum. Jede Sonate ist ein Universum, aber diese ist ein Kontinent. Seine letzten 3 Klaviersonaten erscheinen zwischen 1820 und 22. Beethoven lebt in sich gekehrt, denn er ist nun völlig taub und kommuniziert nur noch über seine Konversationshefte.
Wie aus diesen Heften und seinen Briefen hervorgeht, widmet er sich nun ganz einem Projekt, das er schon fast 30 Jahre mit sich herumträgt, die 9. Sinfonie. Es muss so werden. Man kann nicht in den Crescendo nur so machen. Sagst du, was so macht es? Ja, ba, 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 ba. Bitte einmal, wo wir das Tempo etabliert haben, im Fortissimo, wo wir das Tempo etabliert haben, nicht breiter werden, nicht versuchen. Oh, 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 oh. Nicht, ja, es ist schon deutsch genug. Fortissimo. Ja, wunderbar. In Briefen beschimpft Beethoven die Kopisten, deren Aufgabe es ist, die 9. Sinfonie abzuschreiben. Dummer, eingebildeter, eselhafter Kerl. Der einem das Geld abstiehlt, wird man noch Komplimente machen. Stattdessen zieht man ihn bei seinen eselhaften Ohren. Schreibsudler. Korrigieren Sie Ihre durch Unwissenheit, Übermut, Eigendünkel und Dummheit gemachten Fehler. Dies schickt sich besser, als mich belehren zu wollen. Denn das ist gerade, als wenn die Sau die Minerva lehren wollte. Ferdinand Wolanek ist einer der wichtigsten Kopisten gewesen für Beethoven. Wir dürfen ja nicht vergessen, in einer Zeit ohne Fotokopierer, ohne andere Möglichkeiten der Vervielfältigung wurde Musik durch Abschreiben verbreitet und vervielfältigt. Dieser Ferdinand Wolanek war in einer durchaus schwierigen Position. Er sollte nämlich für Beethoven in kurzer Zeit eine Kopie der 9. Sinfonie erstellen. Und das konnte nicht funktionieren. Die Dramatik im ersten Satz ist vielleicht musikalisch gesehen am originellsten. Dieser Satz ist anders als alles, was zuvor geschrieben wurde, weil er sich durch einen rhythmischen und dynamischen Überschwang auszeichnet, den es zuvor nicht gegeben hat. Und auch später nicht oft. Nicht nur bei ihm, sondern bei allen Komponisten. Der Überschwang im ersten Satz der 9. Sinfonie ist ein einzigartiger Moment in der gesamten musikalischen Literatur. Im vierten Satz setzt Beethoven die menschliche Stimme ein, den Gesang. Das hat es vorher noch nie gegeben. Vier Solisten und Chöre liefern ein grandioses Finale im Dienste eines hochspirituellen Diskurses. Mit Friedrich Schillers Versen feiert er, was für ihn im Leben zählt: Freude, Heldentum und allumfassende Liebe. Das Werk wird am 7. Mai 1824 uraufgeführt. Beethoven hält sich neben dem Orchesterleiter im Graben auf, dem Publikum mit dem Rücken zugewandt. Als das Finale verstummt, ertönt donnernder Applaus. Aber der Maestro hört ihn nicht. Da hatte Caroline Unger den guten Gedanken, den Meister nach dem Proszenium umzuwenden und ihn auf die Beifallsrufe des Auditoriums aufmerksam zu machen. Durch eine Verbeugung gab er seinen Dank zu erkennen. Dies war das Signal zum Losbrechen eines lange nicht enden wollenden Jubels und freudigen Dankgefühls für den gehabten Hochgenuss. Beethovens 9. Sinfonie ist ein gigantisches Werk. Ein Werk, das alle Mythen sprengt und alles wagt. Ein letzter Satz mit Solisten, Sängern und als wäre das noch nicht genug, mit einem Chor.
Die 9. Sinfonie setzte neue Maßstäbe. Nach der 9. Sinfonie ist Beethovens Werk aber noch nicht abgeschlossen. Er komponiert seine letzten Stücke für Streichquartette. Ich habe früher in Hardrock-Bands Gitarre gespielt, vor Verstärkern und auch Schlagzeug. Ich liebe es, die große Fuge zu spielen, weil mir dieses Werk die Möglichkeit gibt, so viel Energie zu geben, wie der Körper nur geben mag. Und das findet man nur selten. Ein Werk, das die körperlichen, physischen, muskulären Grenzen ausreizt. Es ist, als hätte er sich vorgestellt, nicht mehr Teil dieser Welt zu sein, als er sie schrieb, weil er schon taub war. Es ist, als käme das Werk aus dem Jenseits. Die Stücke sind zeitlos, die Struktur explodiert, das Gefühl für die Epoche schwindet. Wie aus dem Jenseits, ja. Es ist aber kein Testament. Ein Testament legt zeitlich fest, und hier haben wir das Gegenteil. Beethoven sagt schlussendlich, meine Musik legt sich nicht fest. Sie ist bis in alle Ewigkeit modern. Ganz am Ende der großen Fuge wird alles nochmal zusammengefasst, in anderthalb Zeilen mit einem Gefühl von Jubel, frischem Wind und neuem Leben. Mit purer und reiner Romantik. Für mich ist das der Moment, in dem er sagt, auf Wiedersehen, das war's, ich habe alles gegeben, ich lasse euch mit der Romantik allein. Und für alle Mendelssohns, Schumanns und Brahms, gönnt es euch, meine Arbeit ist getan. Es ist wie, wenn man kurz vor seinem Tod noch einmal sein Leben an sich vorbeiziehen sieht. Ein Wiederaufspulen. Einfach einzigartig. Im Dezember 1826 erkrankt Beethoven an einer Lungenentzündung und an Gelbsucht. Und seine Leberzirrhose verschlechtert sich. Mein alter, geliebter Freund. Leider kann ich heute dir nicht so viel schreiben, als ich wünschte, da ich bettlagerig bin. Es heißt übrigens bei mir immer nulla dies sine linea. Kein Tag, ohne eine Zeile zu schreiben. Und lasse ich die Muse schlafen, so geschieht es nur, damit sie desto kräftiger erwache. Ich hoffe, noch einige große Werke zur Welt zu bringen und dann, wie ein altes Kind, irgendwo unter guten Menschen meine irdische Laufbahn zu beschließen. Beethoven ist ein einzigartiger Fall. Er hat alles eingesammelt, was es davor gab, Bach, Haydn und vor allem Mozart. Aber er hat all das genommen und weiterentwickelt. In eine völlig neue Richtung. Eine neue Richtung in der Musik, die es zum Beispiel einem Wagner ermöglicht hat, seinem Beispiel zu folgen. Wagner wäre ohne Beethoven unmöglich gewesen. Also ist Beethoven historisch gesehen vielleicht einer der wichtigsten Komponisten aller Zeiten. Mendelssohn zum Beispiel. Mendelssohn hat wunderschöne Musik geschrieben. Aber wären wir ohne sein Violinkonzert, das Oktett, wirklich ärmer dran? Selbst wenn es Mendelssohn nie gegeben hätte, hätte sich die Musik bis heute genauso entwickelt. Am 23. März 1827 soll Beethoven nach dem Besuch des Pfarrers seinen Freunden gesagt haben, Plaudite, amici, commedia finita est. Applaudiert, Freunde. Die Komödie ist zu Ende.
Beethoven fällt ins Koma. In der Überlieferung heißt es, der Todeskampf dauerte aber noch bis zum Nachmittag des 26. März. Ein Schneesturm mit Donner und Blitz tobte über der Stadt, als der Meister noch einmal den Arm erhob und die Faust ballte und dann seinen letzten Atemzug tat. Beethoven war so gigantisch, dass er alles und alle beeinflusst hat. Die Musik hätte ohne ihn nie eine solche Wucht erfahren, zum Beispiel. Oder auch solche Vornehmheit, Ungeduld, Geduld, alle Extreme. Das war die Grandiosität dieses Mannes. Beethoven war kein Mensch, er war ein menschliches Universum. Das war das Schlusswort.